Mika, 13 Jahre, behauptet, ich schaffe auf meinem Skateboard mehr Hippie-Jumps als der Europameister und mehrfache deutsche Meister Alex Mizurov. Mika und Alex haben jeweils eine Minute Zeit, so viele Hindernissprünge, sogenannte Hippie-Jumps, wie möglich zu machen. Wird nach dem Überspringen des Hindernisses das Board verfehlt, so ist dieser Sprung natürlich ungültig. Wer mehr Sprünge schafft, gewinnt das Duell. Im Falle eines Gleichstands hat Mika als Herausforderer verloren. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Oh, muss natürlich jetzt erstmal Schwung holen und auf geht's. Das ist in der Tat eine koordinative Meisterleistung. Ey, das ist doch total. Also, oh Gott, ich kann nicht gucken. Ich kann mich da so auf die Fresse legen. Oh. Und Sprungkraft. Balance. So, einmal neu Schwung holen. Und weiter geht's. Wir haben noch 20 Sekunden, Mika. Super. Total für die Beine. Wie der da drüber geht, wie schnell so, ne? Noch 10. Die letzten, komm, einer geht noch. Und. Sehr gut. Mika, du siehst und hörst an der Begeisterung unseres Publikums. Das war eine Spitzenleistung. Also, du wirst dir das jetzt alles anschauen. Ob entspannt oder nicht. Alex. So. So, willkommen zurück in dieser Welt. Auf dein Board hast du aufgepasst. Auch du darfst dich gerne jetzt sehe ich wieder was. Kurz einfahren, Alright. ans Gerät gewöhnen. Und wie viel hat er geschafft? Ja, das. Alright. Es sieht auf jeden Fall auch bei Alex so aus, als ob er weiß, was er tut. Alex, auch für dich. Zeit läuft Alright. mit dem ersten Sprung. Alex. Alright. Auf los geht's los. Toi, toi, toi. Ah, muss Schwung nehmen. Der zählt nicht. Der schon. Der zählt. Der war gut. Erzählt. Einmal Schwung holen. Noch 30. Es sind 9 an der Zahl. Komm, ich schaff das. Nochmal Schwung nehmen. Da sieht man natürlich auch, was die Schwierigkeit ist. Ja. Ah, der zählt nicht. Nochmal, komm, die letzten Sekunden, Alex, Gas geben. Komm, 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 einer geht noch. Ja. Mika, komm rüber. Das Skateboard-Duell gewinnt Mika mit 23:14. Also, Mika, ich glaube, gegen so einen Champion anzutreten und zu gewinnen, hat dich heute wieder ein Stück weitergebracht und vielleicht auch Olympia 2020 ein Stück näher gebracht. Ja? Tolle Leistung. Ja.